Ja, hallo, ich grüße dich. Schön, dass du hinschaust. Das ist ein Zahlenvideo und zwar geht es in dieser Reihe, ja, es ist eine Reihe seit längerem schon, bestimmte Zahlenaspekte, Zahlenverstärkung, also spezielle Zahlenverbindungen untereinander. Eben zuerst die Polaritätsformen, dann die Ebenenformen, jetzt die Dreiecksformen und in diesem Video geht es um die Zahlen 1, 5 und 7. Also, Frage an dich: Hast du eine 1 und eine 5 und eine 7 im Geburtsdatum, in deinem Geburtsdatum? Zunächst mal, egal wo das steht, man kann dann natürlich ein bisschen differenzieren noch von der Wirkung und so weiter und so fort. Falls du das eben hast, ja, dann verfügst du tatsächlich über die drei wirkstärksten, einflussreichsten, dominantesten, überzeugungsfähigsten Zahlen, die es gibt. Also in der Reihenfolge 5, 7 und 1. Ja. Darum, oft wenn ich solche Menschen treffe, eben mit den Zahlen 1, 5 und 7, so, dann nenne ich diese Magier-Menschen, Magier-Personen, hört sich jetzt so an. Aber tatsächlich, ist lustig, ist mir gerade wieder diese Woche passiert, es gibt tatsächlich Menschen, die dann auch Bezug haben, also zu irgendwelchen magischen Dingen, ja, auch Praktiken. Ich sage dann jeweils auch, weißt du hast jetzt in diesem Leben eine solche Konstellation, dass du lernen darfst, möglichst Sinnvolles zu bewirken, zu beeinflussen, zu managen, zu tragen. Also nicht eben Missbrauch. Also oft hat, ich meine, das muss jetzt nicht mit dir zu tun haben, also das muss jetzt bei dir nicht zwingend so der Fall sein, aber oft ist es so, Menschen mit einer 1, 5 und 7 gleichzeitigem Geburtsdatum, die hatten das Thema Manipulation stärker in früheren Zeiten leben, zum Teil dann auch noch eben in diesem Leben. Die dürfen einfach lernen, wie gehe ich mit Einflüssen um, also wie handhabe ich das. Und manchmal gibt es eben auch noch etwas, also abzuarbeiten, einfach ja, eben zu sehen, dass man eben das möglichst weise, diese Einflüsse weise ausüben soll, weil vielleicht weißt du selbst, besonders wenn eine von diesen drei Zahlen jetzt, also 1, 5 und 7, die sich ja gegenseitig verstärken können, also so ein sogenannter Dreifachverstärker, also wenn jetzt diese Zahl, also eine dieser Zahl oder also sogar zwei im Tag stehen, das ist dann der Fall zum Beispiel, wenn du einem 15. oder 17. geboren bist, dann kann das eben besonders stark das Ganze sein, also dann kann es sein, dass, also ich habe dann schon so viele Leute getroffen, die können einfach, die können einfach so hinstehen, so, und ohne dass sie irgendetwas sagen, einfach alleine durch ihre Präsenz, so, Präsenz, können sie sozusagen schon überzeugen, gell? Und wenn sie dann den Mund oder das Maul oder, ja, wenn sie dann zu sprechen beginnen, dann erst recht, ja, also gigantische Überzeugungs-, Beeinflussungsmöglichkeiten. Darum, es ist auch so vom Potenzial her gut, wenn du, falls du sowas hast oder wenn du jemanden kennst, dann kannst du das ja ihm oder ihr sagen. Also mit diesen Zahlen ist gut, sozusagen im Leben große Verantwortung zu tragen, sozusagen im Zentrum zu stehen, im Mittelpunkt zu stehen. Ja. Also auch symbolisch oder einfach so, du kannst dich symbolisch als Puppenspieler sehen, der die Fäden zieht, ne? Und ja, einfach managen, organisieren. Also du bist sozusagen das Zentrum, zum Beispiel, ja, um dir das bildlich vorstellen zu können, zum Beispiel an einer Messe oder einem Kongress, da bist du quasi der Chef oder die Chefin des Kongressschalters. Oder der Kongressorganisation sozusagen. Oder telefonieren, machen, organisieren, dort einteilen, dort da, für alles schauen, so. Aber das können natürlich auch irgendwelche typisch
repräsentative Tätigkeiten sein, vor allem eben auch zum Beispiel auch bedeutende gesellschaftliche Stellungen, Tätigkeiten. Wie schon, das weißt du ja vielleicht inzwischen, wie schon bei anderen Dreiecken, es ist ja immer noch eine Ebene-Thematik, das war ja die Thematik vorher, die vier Ebenen, die Besprechung der vier Ebenen, also 2-0, mit den Zahlen 2-0, mit den Zahlen 3 und 9, mit den Zahlen 4 und 8 und mit den Zahlen 5 und 7. So, und jetzt in dieser Dreiecksthematik 1-5-7 ist ja die Ebenenthematik 5-7 noch integriert. Also die 5 und die 7 ist drin. So, und darum ist es so wichtig, mit dieser Konstellation eben auch gerne ein gutes Fundament, einen guten Boden zu schaffen, auf Felsbau, nicht auf Sand, zu versuchen, möglichst viel aus dem Alltag zu machen, versuchen, möglichst erfolgreich zu sein auch und ein gesundes Verhältnis zu Geld, Gütern, Sicherheiten zu haben. Es ist halt immer wichtig mit 5er und 7er. Und die 1, immer halt wenn die 1, also bei Dreiecken mit der 1, wir besprechen jetzt dann die Dreiecke mit der 6, aber die Dreiecke mit der 1, da gibt es immer eben auch noch die entsprechenden Ideen dazu oder die Inputs. Oder man kann auch sagen, es kann noch einen geistigen Einfluss dazu haben oder einen originellen Einfluss dazu. Und auf alle Fälle, ja, also es ist sicher eine Dreiecksform, die vor allem sehr wertvoll ist für das typische, irdische, alltägliche Alltagsleben eben, ja. Also 1, 5, 7. Also falls du die 1, die 5 und die 7 im Geburtsdatum hast, macht es schon sehr stark Sinn, dass du wirklich voll Bock hast, in diesem Leben viel zu erreichen. Ja, also dass du wirklich auch Interesse hast, weiterzukommen, Erfüllung zu erfahren, also Erfüllung, Fülle, ja, materielle Fülle, vor allem einmal zuerst, dann kann es auch nachher die geistige Fülle sein, aber einfach so das Erfolgreichsein und eben da im typischen irdischen Alltag viel bewirken, viel erreichen zu können, also gewisser Ehrgeiz zu entwickeln, das ist sehr gut, ja, mit dieser Dreiecksform. Auch hier wieder natürlich, auch wenn ich sage, im Gegensatz zu den Oppositionsformen, dass das eine Verstärkungsform sei, es ist kein Garantieschein, gell? Also ich treffe eben viele Leute, die können auch, oder immer wieder Leute, die können auch mit einer 1, 5 und 7 im Geburtsdatum relativ zurückhaltend sein, so, oder sind einfach noch nicht so weit, aber ich sage immer, ich will ja nicht personifizieren, nie in einer Besprechung auslegen, sondern immer aufzeigen, was ist denn Idee, was ist Aufgabe, was ist möglich, was ist Potenzial und im Prinzip, also mit dieser Dreiecksform ist es, kann sozusagen unbegrenzter Erfolg erfolgen oder auch Glück, also in dem, was man tut. Also ja, das sind auch oft, also gell, es kommt noch darauf an, ob dann im Datum noch eine, zum Beispiel eine Spannungsform vorhanden ist oder nicht, wenn man das differenzieren muss. Aber oft ist es so, dass Menschen mit diesen drei Zahlen, ja, denen fällt einfach vieles zu. Ja. Kann man vielleicht zum Teil auch als positives Karma anschauen, ja, ist sicher nicht falsch. Ja, also die können viel Glück und Erfolg im Leben erfahren. Darum ist auch der Ausdruck nicht falsch, Glücks- und Erfolgsdreieck oder vitales Glücks- und Erfolgsdreieck, Magierdreieck oder speziell eben, also es ist einfach speziell gut auch zum da auch ja, möglichst gut zur Wirkung zu gelangen. Und was ich jetzt glaube, ich habe es, jetzt muss ich gerade überlegen, aber ich glaube, ich habe wirklich noch nicht gesagt, was hier selbstverständlich auch dazu gehört, oder? Es sind ja die drei wirkstärksten Zahlenkräfte, dass du gerne mit diesen Zahlen, wie gesagt, dass du auch gerne eine Führungskraft
Verantwortungskraft bis Vorbildsperson, Anlaufperson, Bezugsperson, also dass du wirklich gerne eine starke Persönlichkeit bist. Es ist ja sozusagen auch eine Persönlichkeitsaufgabe, weil die Eins dabei ist, also eine, also da darfst du damit eine starke, souveräne, selbstbewusste Persönlichkeit darstellen, genau. Also immer in das ganze Wirken auch deine eigene Persönlichkeit reinbringen, damit der Eins. Ja. Zum Schluss einfach noch zu sagen, dass grundsätzlich jeder Mensch, auch solltest du nicht über diese drei Zahlen verfügen, jeder Mensch hat mit jeder Zahl, mit jeder Opposition, mit jeder Ebene, mit jeder Dreiecksform, mit jedem Sextil und was es eben noch alles gibt, hat mit allem zu tun, aber ich muss es halt einfach immer wiederholen, weil dann sitzt es besser, oder? Aber es ist einfach immer eine Frage der Priorität. Also was hat oder was ist Priorität? Und wenn du eben diese Zahlen im Geburtsdatum hast, weil wir jetzt das gerade besprechen, also die 1 und die 5 und die 7, ja, dann ist es eben besonders wichtig, das zu fördern, das Feuer zu bringen, damit es dir eben möglichst wohl ist in deinem Leben. Ja. Falls du Fragen hast, darfst du gerne fragen, du kannst auch deine Erfahrungen, was ich jetzt gesagt habe, zu dieser Dreiecksform, kannst gerne deine Erfahrungen darunter schreiben. Selbstverständlich kannst du mich auch kontaktieren, wenn du mehr über dich selbst wissen möchtest, von A bis Z, alle deine Möglichkeiten, Stärken, Potenziale, Lebensaufgabe und so weiter und so fort. Da bin ich Spezialist. Ich habe übrigens auch dieses Jahr immer wieder auch gesagt, mein 30-Jahres-Jubiläum in Sachen intensive Zahlenbehandlung. Jo, also, in diesem Sinne, ich danke dir herzlich für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir ein möglichst gutes Handhaben. Bis in einem anderen Video. Tschüss!